Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Morgen kommt der Patch mit dicken Buffs für Barbaren, Magier und auch für die anderen Klassen, aber vor allen Dingen für Barbaren und Magier. Und deswegen habe ich mir einen Barbaren gemacht in der Season. Einen ungewöhnlichen Build, den ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen habt. Und der jetzt schon funktioniert, aber der mit dem Patch nochmal richtig krass gebufft wird. Vor allen Dingen zwei Sachen werden krass gebufft für den Build, den ich hier habe. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich zeige euch erst einmal, worum es ungefähr bei dem Build geht. Der dreht sich nämlich um Aufwühlen, also die Kernfertigkeit Aufwühlen. Kann ich dir gerade mal zeigen. Hier, bop, 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 hier, Aufwühlen. Bohrt eure Waffe in den Boden und schleudert Geröll nach vorne. Das ist so ein bisschen wie Pulverisieren, nur mit geringerer Reichweite. Ne? Seht ihr? Und dann geht so ein Ding nach vorne und trifft alles vor einem. Bam. Ich habe hier übrigens in der Region immer die übelsten Lags, deswegen läuft sie gerade echt scheiße. Bevor ich irgendwas zu dem Bild sage, der ist noch komplett Work in Progress. Glyphen sind alle auf 15, das ist schon mal super. Aber mir fehlen noch einige Aspekte, sind ganz viele Codexe drauf mit Minrolls, wie auf der Waffe. Den Schuhen habe ich schon Maxroll, das ist ganz gut. Hier habe ich einen guten Roll. Hier habe ich gar nichts drauf. Hier habe ich einen guten Roll. Hier habe ich wieder Min, leider. Und auch, gefällt mir auch nicht so ganz. Mein Amulett ist richtig ass, da brauche ich noch komplett anderes. Beide Ringe brauchen noch verwundbaren Schaden. Und beide Schwerter sind noch nicht gut. Und mir fehlt noch der Unique Hammer. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal nochmal ganz genau, worum es geht. Also, wir haben auf jeden Fall mal Schlachtruf und auch den anderen Ruf, dessen Namen ich gerade nicht auswendig kann. Wir haben Schlachtruf und Kriegsschrei, genau. Und da ist auch wichtig, dass ihr vier Ränge durch die Items drauf bekommt. Die sorgen dafür, dass ihr unaufhaltsam seid. Da haben wir noch eine andere Sache, die das nochmal ein bisschen boostet. Und ihr bekommt Ressourcen, vor allen Dingen auch wegen Aspekten auf den Ringen. Einmal hier, Ruffertigkeiten erzeugen 4 Wut pro Sekunde. Und natürlich der Ruffertigkeiten, die Abklingzeitverkürzung bis zu 6 Sekunden, je nachdem, wie viele Gegner um euch herum sind. Und was ihr da macht, ist mit Aufwühlen, wie Pulverisieren quasi die Gegner zu treffen. Das Geile an Aufwühlen ist, dass sobald ihr zwei Gegner oder mehr trefft, im Berserker-Modus seid. Das heißt, ihr seid eigentlich immer im Berserker-Modus, wenn ihr mehrere Gegner trefft. Ihr seht das, unten links die ganze Zeit den Berserker-Modus, die ganze Zeit aktiv. Schwierig für mich zu zeigen, während da Gegner sind, da ist Berserker. Mann. Also ihr müsst drei Gegner oder zwei Gegner. Auf jeden Fall, wir gucken da gleich nochmal rein, sobald ich die Gegner hier weg habe. Und dann gibt es noch die Ult mit Mael-Strom. Die liebe ich. Ey, wieso kannte ich? Ich habe die noch nie benutzt. Die ist so geil. Da gehen wir aber gleich nochmal mehr drauf ein. Nochmal zum Aufwühlen, was ich meinte. Bei Aufwühlen gibt es hier diesen Aspekt. Wenn Aufwühlen mindestens zwei Gegner Schaden zufügt, verfallt ihr 2 Sekunden lang in den Berserker-Modus. Und wenn ihr vier Gegner trefft, 3 Sekunden. Und das Ding hier wird gebufft im Patch und dann gilt das auch, wenn ihr Bosse trefft. Das heißt, wenn ihr Bosse mit Aufwühlen trefft, seid ihr auch im Berserker-Modus. Also glaubt mir, ihr seid einfach immer im Berserker-Modus mit Aufwühlen. Und das boostet natürlich extrem auch alle Sachen, die damit einhergehen. Wie zum Beispiel, dass der Berserker-Modus hier, ich habe 60% Berserker-Modus-Dauererhöhung. Und dann habt ihr noch Aufstampfen. Und Aufstampfen ist eine richtig krasse Synergie mit Mael-Strom. Weil Aufstampfen, können wir auch mal eben die Fertigkeit reingucken, macht für jeden Gegner, den ihr damit trefft, verringert sich die Abklingzeit der ultimativen Fertigkeit um 1 Sekunde. Das heißt, wenn 10 Gegner um euch drum sind, ihr macht Aufstampfen, ist Mael-Strom 10 Sekunden schneller wieder ready. Extrem nice. Ich kann euch das gerade mal zeigen, wenn ich jetzt den Mael-Strom einsetze und dann jetzt hier die ganzen Gegner um mich rum habe, guckt unten auf die Zeit. 15 Sekunden. Habt ihr das gesehen? Und dann könnt ihr hier richtig schön mit Aufwühlen aufräumen. Ach, ich lieb's. Also wie gesagt, der Build ist leider noch nicht perfekt. Ich habe noch einige Stellschrauben, die da gemacht werden müssen. Außerdem wird hier der Hellhammer reinkommen. Ich werde da mal ein Bild reinpacken. Der wird übrigens auch gebufft im nächsten Patch. Da wird anstatt
ich weiß nicht mehr, welcher Aspekt das war. Der unterste wird ersetzt durch Crit-Schaden. Und es ist mir egal, ob der Effekt vielleicht nicht so super gut ist und der Effekt hier vielleicht besser ist. Ich will dieses Unique Hellhammer spielen. Mit Crit-Schaden drauf. Habe ich mega Bock drauf. Auch wenn ich insgesamt vielleicht ein bisschen schwächer bin, ich will unbedingt Hellhammer spielen. Finde ich mega, mega nice. Das ist auch das einzige Unique, was ihr hier drauf braucht. Also alles andere könnt ihr so spielen, ohne Uniques. Und da würde ich sagen, ich weiß, ihr wollt immer alles ganz genau wissen, weil ihr es ja nachbauen wollt. Deswegen werde ich jetzt im Schnelldurchlauf durch alles durchgehen, damit ihr wisst, was ihr hier für Fähigkeiten auf den Items braucht. Also auf den Waffen, Crit-Schaden, Schaden gegen verwundbare Gegner und Stärke. Auf den Schuhen, Bewegungsgeschwindigkeit, Stärke oder Geschicklichkeit, Kostenreduktion, Berserk-Dauer. Berserk-Dauer auf den Hosen, ganz wichtig, Ränge für Kriegsschrei. Ansonsten nur Schadensreduktion. Irrelevant. Ich glaube, es geht sogar Stärke auf Hose, das wäre auch super. Hier, die sind auch super. Stärke, Crit-Chance, Ränge für Aufwühlen und als viertes nehme ich hier Geschicklichkeit, da könnt ihr aber auch was anderes nehmen. Bei der Rüstung, ganz wichtig, Ränge für Schlachtruf und Stärke. Den Rest könnt ihr euch selber aussuchen. Ich habe jetzt hier noch Schaden draufgerollt. Könnte man aber auch was anderes draufrollen. Helm, ganz wichtig, die Abklingzeitreduktion. Rest ist eigentlich euch überlassen, ist nicht so wichtig, aber Abklingzeitreduktion ist auf jeden Fall wichtig. Und ich würde sagen, auch noch Stärke drauf. Auf dem Amulett, auf jeden Fall ganz wichtig, das Wichtigste, Ränge, Level zu viel hilft viel. Das müsst ihr auf jeden Fall auf dem Amulett haben. Dann prozentualer Erhöhung von Stärke auf jeden Fall und Bewegungsgeschwindigkeit. Und als viertes müsst ihr selber gucken, ist eigentlich egal. Bewegungsgeschwindigkeit, Stärke prozentual, vielleicht auch Geschicklichkeit prozentuell als viertes. Und ganz wichtig, die Ränge zu viel hilft viel. Ringe, Crit-Chance, Crit-Schaden, Schaden gegen verwundbare Ziele und irgendwas. Ist eigentlich egal. Glückstreffer-Chance könnt ihr drauf machen, ist nicht so nice. Aber die drei auf jeden Fall. Crit-Chance, Crit-Schaden, Schaden gegen verwundbare Ziele. Expertise, auf jeden Fall Zweihandäxte, ganz wichtig. Lest euch das mal genau durch, ne? Mehr Schaden gegen verwundbare Ziele, erhöhte Trefferchance, Crit-Trefferchance gegen verwundbare Ziele und nochmal 20% mehr Schaden gegen verwundbare Ziele. Fertigkeiten, da werde ich euch ein Bild einblenden, denke ich. Das ist einfacher, als jetzt hier einmal komplett durchzugehen. Ja, und Paragon Board. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Ich versuche mal, also ich werde euch Fotos, so wie ich es bisher habe. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht Level 100. Ich werde euch Fotos einblenden, so wie ich das bisher habe. Hier unten habe ich Blutfresser. Hier habe ich Groll. Hier habe ich Ausbeuten. Ausbeuten sehr wichtig, weil geht ja auf Geschicklichkeit. Hier ist das Ding, wo ihr auf jeden Fall Geschicklichkeit braucht. Ihr braucht auch die Namen der Dinger, ne? Ich schreibe euch die Namen mit, oder wir gehen die Namen einmal durch. Was habe ich hier für ein Board? Hier habe ich das Blutrauschboard. Hier ist das Gemetzelboard. Hier ist das Dezimiererboard mit tödlicher Flinkheit. Das macht, dass der Schaden von Maelstrom extrem hoch geht. Ich überlege aber, das auszutauschen gegen Zorn. Weil Zorn gibt bei Crit-Treffern mehr Wut. Und ich habe ein bisschen aktuell Probleme mit der Wut-Ressource. Also mit meiner Ressourcenerzeugung. Muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht Zorn nehme. Oder ob ich hierbei bleibe. Da muss ich mal gucken, wie sich der Schaden verändert. Das werde ich aber erst nach dem Patch dann ausprobieren. Aber so ist das bisher gedacht. Ganz wichtig ist, die hier sich früh zu holen. Das habe ich nämlich auch erst später gesehen. Diese legendären Knoten, die haben da drunter nochmal einen Zusatzeffekt. Und hier wird Berserk-Modus 25% mehr Schaden und 15% höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Und weil wir immer im Berserker-Modus sind durch Aufwühlen, ist das mega, mega gut. Wir können jetzt hier mal noch ein bisschen durchgehen, damit ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie geil dieser Bild ist. Vor allen Dingen Maelstrom hat es mir so angetan. Der ist so nice. Aber ihr seht, ne, ich bin nicht perfekt equipped. Die Gegner sind 2 Level über mir. Das ist jetzt nicht so krass. Und ich mache trotzdem 100. Ich habe schon 500.000 Schaden gesehen bei mir. Also wirklich, also gefällt mir sehr gut der Bild. Durch Ausbeuten sind die natürlich immer verwundbar. Dann habt ihr eine höhere Crit-Chance. 5%. Und ja, man geht auch ein bisschen auf, ich würde auch ein bisschen auf Bluten gehen. Aber ja, weiß ich noch nicht ganz genau. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr braucht einen Kolben.
keine Axt und ihr braucht ein Schwert und Schwerter bei den Händen, weil ihr komplett nur auf Crit und Verwundbarkeitsschaden geht. Auch wenn es genervt wurde mit dem letzten Patch, ist das trotzdem immer noch extrem stark und kann man auf jeden Fall immer noch spielen. Und ihr seht, ne, ich habe so ein bisschen Wutprobleme. Vor allen Dingen, wenn dann so Elite dabei sind und ich nicht mehr im Berserk-Modus bin, das wird ja dann gepatcht. Da waren gerade 400.000. Also wenn da der Crit durchkommt, dann wird's krass. Und was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist viel Gelaber, ich weiß, aber ihr wollt das ja immer. Ich werde hier hochgehen und mir den noch holen. Weil der macht nochmal zusätzlich 8% Chance, dass die Gegner verwundbar sind. Und bei Glückstreffern, das heißt, ihr müsst erst einen Glückstreffer treffen, da können wir gleich nochmal gucken, wie wahrscheinlich das ist. Und verwundbarer Schaden gegen verwundbare Gegner mal 20%. Aufwühlen macht Glückstrefferchance von 27%. Ist nicht so viel. Ist so wie Pulverisieren auch. Und mal Maelstrom 26%. Aber da trefft ihr natürlich extrem viele. Durch Maelstrom kann der dann schon eher treffen, der 8%. Diese 8% Chance. Ist echt nicht viel, wenn man sich überlegt, dass ja der Pulverisieren-Bild mit irdende Kraft 15% hat, also 25 plus 15% ist dann, ey, Maelstrom macht so viel Schaden, ne? Das ist auch durch flinke Hände geschuldet. Das Ganze mit wandelndes Arsenal, was ja alles nochmal zusätzlichen Bonus gibt, ist so eine nice Kombination. Also, wirklich nice. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Die Aspekte, die draufkommen, sind wir alle durchgegangen. Die ich drauf habe, sind auch richtig. Aber bisher finde ich den schon extrem nice. Vor allen Dingen dafür, dass ich jetzt Level 73 bin und das ist ein Barbar. Kein Hammer der Urahn, sondern Aufwühlen-Bild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, Shoutout an denjenigen, der auf die Idee gekommen ist mit dem Aufwühlen-Bild. Mal gucken, ob ich den richtig gut auf die Straße bekommen. Nach dem Patch, wenn sich extrem was verändern sollte, würde ich nochmal ein Video zu machen. Vielleicht nicht so ein ausschweifendes wie das hier. Aber ich denke, bis auf Höllenhammer und die Fähigkeit von Auffühlen ändert sich im Großen und Ganzen nicht viel. Ich habe mir die ganzen Patch Notes angeguckt. Viele Passives und so werden noch ein bisschen adjusted und wandelndes Arsenal wird noch geadjustet, da wird anstatt 10, wird, nee, anstatt 6 Sekunden sind es 8 Sekunden. Also da nochmal ein bisschen erhöht, aber ansonsten ändert sich nicht so viel. Ja, lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren stehen, wie ihr das den Aufwühlen Bild findet. Gefällt mir von den Barbaren Builds eigentlich mit am besten. Ich fand früher den Wirbelwind Bild auch mega nice, leider ist der ja echt gar nicht mehr so stark. Aber der hier, der vor allen Dingen, der crittet immer gefühlt. Gefühlt crittet der immer. Alles crittet. Ah ja, egal. Lasst ein Follow auf dem Video da. Lasst ein Follow auf dem Kanal da. Ein Like auf dem Video. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.